Wir hören der Stimme Jesu zu, wie sie spricht, der Stimme, die schon alles weiß, was geschehen wird. Dass eben jeder von den Jüngern in sein eigenes geht, wie es eigentlich wörtlich heißt, nicht in sein Haus. Das ist der Rückzug ins eigene. Wir haben das gestern schon bedacht. Entaidia. Da kommt das Wort Idioten her. Jeder sucht sein eigenes. Und indem man das eigene sucht, verlässt man den Herrn. Ihr werdet mich, Jesus sagt es in aller Deutlichkeit, ihr werdet mich alleine lassen. Und das genau geschieht ja in dieser Nacht. Alle laufen sie weg. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe es euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ist das nicht ein merkwürdiges Wort, das wir selber auch noch einmal neu entdecken müssen? Dass Jesus den Jüngern wie auch uns schon sagt, dass wir ihn verlassen werden, weil er all die Situationen schon kennt, in denen wir ins eigene flüchten, unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen, unseren eigenen Willen haben wollen, uns nicht, überhaupt nicht darum scheren, was er will, was er sagt, wer er ist. Wenn wir sündigen, dann tun wir doch genau das. Und wir tun es jeden Tag. Er weiß es schon. Er kennt diese Situation. Er weiß, dass er am Ende ganz allein sein wird. Um in der Einsamkeit seines Todes am Kreuz alles in die Hände des Vaters zu übergeben. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Auch jene letzte Einsamkeit. So wie wir lernen sollen, ihm alles zu geben. Auch unser ihn verlassen. Unser Weglaufen ins eigene, unsere Flucht, auch unsere Sünde, sie ihm zu geben, sie dorthin einzuordnen. Er sagt es nicht, um uns zu beschämen, das ist das Merkwürdige hier, sondern ich habe es euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Denn an diesem letzten Punkt der Einsamkeit, durch seinen Tod am Kreuz, geschieht ja Erlösung. Geschieht ja der Wendepunkt unserer Sünde. Also besteht nicht die Ermutigung hier zur Sünde, sondern der große Trost, der durch die Erlösung geschieht. Dass auch unsere letzte Verlassenheit, wenn wir meinen, er sei fern und wir könnten uns von ihm abwenden, dass auch dieser letzte Punkt schon eingeholt ist durch die Erlösung seiner Gegenwart. Ihr seid im Bedrängnis. Ja, es stimmt. Wir erfahren es auch das jeden Tag. Wir bleiben im Bedrängnis. Aber habt Mut. Auch in unserer ganzen Verfallenheit, in unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit dürfen wir diesen Mut nicht verlieren, der nicht von uns kommt. Nicht von netten Ideen oder frommen Gedanken. Er kommt allein von Christus. Von der Kraft seines Kreuzes. Von diesem letzten Punkt, da er allein gelassen ist. Verraten ist von den Seinen, von den Jüngern damals wie von uns. Genau an diesem Punkt besiegt er die Welt. Geschieht Wendepunkt der ganzen Welt. Geschieht Wendepunkt unseres eigenen sündigen Lebens. Wenn wir das verständen, würden wir manchmal vielleicht davor zurückschrecken und so sehr diesem Weglaufen, dieses sich vom Herrn abwenden, würden wir dem vielleicht nicht so schnell zustimmen. Und wir tun es manchmal auch gar nicht willentlich, sondern es ist eine ziemlich blöde, sagen wir es mit den Worten des Evangeliums, idiotische Routine, wenn wir sündigen. Er lädt uns ein mit seinem Mut, auch an diesem letzten Punkt der Entfernung, in der Sünde, der größten Distanz zu ihm, uns nicht verlassen zu fühlen, sondern dieses Wort immer neu zu hören, damit wir neu beginnen können. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt.